Ganz mulmiges Gefühl. Ganz mulmiges Gefühl. Ach, noch tiefer. Ach du Scheiße. Ich meine, nicht vielleicht noch Munition für den. Ich habe ja eigentlich noch genug Sachen in der Kiste, die geklärt werden müssen. Also so kurz vorm Ende bin ich dann nun doch nicht, glaube ich. Oi. You're a bit of a mess up. Chris, take a piece of the action. Ja, ich wäre dafür, dass du ein bisschen mehr schießt als ich. Der schießt gar nicht, die Sau. Mist. Ach so. Los. Ich glaube, ich habe gerade alle meine Munition verballert. Umsonst. Mach was, Wesker. Die Musik ist ziemlich dramatisch, das macht es sehr spannend, finde ich. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht mit dem Revolver, ich hatte zuerst überlegt, mit dem Revolver zu schießen. Aber ich glaube, das Ganze erledigt sich, wenn der Grabstein hinter uns offen ist. Also da, der immer so ein bisschen im... Aha, das ist also das Kind und da ist die Mutter, die hat sprichwörtlich den Kopf von ihrer Mutter. Gut, jede Menge Munition verballert, macht gerade nichts. Noch nicht. Ja, Wesker, mit dir wollte ich jetzt mal kurz reden. Wenn du denn willst. I'll investigate this area. Ja, das ist schön. Ich dachte, du gibst mir jetzt ein bisschen Munition, wenn du schon nachlädst. Denn ich habe ja alles verballert, nur damit du hier in Sicherheit bist. Blöde Sau, ey. Also damit hatte ich das Rätsel von Mutter und Tochter gelöst. Das war tatsächlich die Tochter. Hundis. Schön großer Brunnen. Eine runde Einbuchtung. Ein Symbol in Form eines Adlers ist eingraviert. Ah, hier kommen dann unsere zwei kleinen Embleme rein. Ich habe einen Adler. Was habe ich noch? Was wird er mir jetzt sagen? Eines Wolfes, okay. Das ist eine große eiserne Tür. Sie lässt sich nicht öffnen. Oh, jetzt soll ich den ganzen Weg zur Kiste zurücklaufen. Um die zwei Symbole zu holen. Dann ist das Inventar auch wieder knackig voll. Ja, Wesker, wolltest du nicht den Bereich genauer untersuchen? So wird das aber nichts, hat dir ja keiner erzählt. Ja, so kannst du zu nichts werden.
Ach ja, die Kiste müsste hier schon sein. Ne, das sind andere Kisten. So, da. Folgendes. Die nützt mir ja nichts mehr. Die nehme ich mit und als... Ja, das und das. Kann ich die eigentlich stacken? Ja, klar. Zack, zack, zack. Dann nehmen wir alles mit, was wir haben. Also 18 Schuss wird locker reichen für den fetten Endgegner. Denn jetzt habe ich tatsächlich... Das Einzige, was dann noch offen ist, ist nur noch... die Diskette, und die hat wahrscheinlich nur irgendwelche Informationen. Das heißt, ich kann mich tatsächlich darauf vorbereiten, da ich ja nicht speichern kann, mir meine dicken Wummen hier mitzunehmen. Aber wie oft habe ich ja schon gesagt, ich glaube, ich habe schon vor 30 Folgen gesagt, es geht langsam dem Ende zu, weil ich echt der Meinung war, das war ein Spiel, was gar nicht so lange gedauert hat. So 3-4 Stunden vielleicht. Wenn ich das jetzt zusammenrechne, ich weiß gar nicht, bin ich bei 10 Stunden oder was? Nee, 10 nicht, aber kommt schon einiges zusammen. Dieser Schatten, wenn ich die Leiter runtergehe, da hinten in der Ecke hier beim Altar, der schockiert mich immer leicht. Schon zum zweiten Mal, eben beim ersten Mal auch schon. So. Das war der Wolf. Zack. Wieder ein freier Inventarplatz, der verdammt wichtig ist, wie wir wissen. Jetzt hätte ich auch noch Munition, einen Munitionsplatz frei für unsere Gewehr. Und jetzt auch für unsere Diskette. Ja, ich hätte jetzt damit gerechnet, dass diese riesige Stahltür aufgeht, aber stattdessen bietet uns hier ein kleines Spektakel, das anscheinend will, dass wir da runterklettern. Genau, denn das müssen wir bestimmt von unten erledigen. Und dann klettert auch irgendwo drauf, oder wo ist, wo kann ich, da ist es. Na, da ist ein Fahrstuhl. Ja, immer so tief. Also die Architektur ist verdammt riesig. Also das Anwesen, nicht die Architektur selber. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Okay, dann wechseln wir mal. Bis gleich. Jetzt muss ich nämlich hier erstmal alles beenden, bevor es hier weitergeht.